So, hey. Vor circa 2,5 Jahren, ich glaube, die Kamera steht ein bisschen niedrig. So. Vor circa 2,5 Jahren habe ich zum allerersten Mal was mit Nvidia gemacht. War damals in München und habe mir die ganz frische Nvidia Shield angeguckt. Damals sah das ungefähr so aus. Wir waren dort von Nvidia eingeladen worden, um uns die Shield-Konsole etwas genauer anzusehen. Und wer da jetzt auf Anhieb sagt, Shield, Moment mal, Nvidia hat eine Konsole. Dem geht das zugegebenermaßen genauso wie mir. Jetzt 2,5 Jahre später habe ich endlich sowas wie eine Wohnung und es gibt mittlerweile auch eine sehr viel kleinere Shield, die aber genauso viel kann. Das hier im Hintergrund ist mein neuer Fernseher. Das ist der Sony XE 9005, wenn ich das richtig im Kopf habe. Er hat allerdings zwei Nachteile. Nachteil Nummer 1 ist das mitgelieferte Android TV. Ich bin mir nicht sicher, was sie sich einfallen lassen haben, bei einem mehrere tausend Euro teuren Fernseher eine Software mitzuliefern, die laggt und gerade bei den Übergängen einfach richtig sich teilweise aufhängt. Und Nachteil Nummer 2, und das ist aber eigentlich an meine Schuld, ist, dass der Fernseher schlichtweg in einem anderen Raum steht als mein PC. Das bedeutet, zum Zocken brauchst du irgendwie extrem lange Kabel oder irgendeine andere Lösung. Ihr hört es vielleicht schon raus, das Nvidia Shield als Konsole für den Fernseher, wo du aber auch von deinem PC quasi drauf streamen kannst, könnte hier die ideale Lösung sein. Und deswegen freue ich mich, das mit euch heute zusammen ein bisschen auszuprobieren. Out of the box, das wird alles mitgeliefert. Nun zuallererst natürlich die Nvidia Shield. Dieses kleiner geworden, hat aber immer noch die relevanten Anschlüsse. Also zweimal USB, zum Beispiel für Maus und Tastatur über Funk, Ethernet, dann noch HDMI, logischerweise für den Fernseher und einen Ladeport. Weiter geht's mit der Fernbedienung. Die hat sich zugegebenermaßen am wenigsten verändert. Sie kann jetzt nicht mehr selbst geladen werden. Da muss also irgendeine Art Batterie drin sein. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen manko, sie hat keinen Kopfhöreranschluss mehr. Das habe ich immer geliebt, dass man die Fernbedienung quasi auch als extern einen Funksender nutzen konnte. Und Nummer 3, der Controller. Im Gegensatz zur Fernbedienung hat sich der tatsächlich richtig verändert. Erinnert euch noch zurück an diesen alten Controller, dieses klobige Ding. Ich war nie wirklich Fan von dem und ich bin sehr glücklich, dass sie den komplett überarbeitet haben. Nicht nur was die Optik angeht, der hat jetzt irgendwie so eine Vertice-Optik, sage ich mal. Sieht ein bisschen futuristisch aus, sondern liegt irgendwie auch, ja, 10-mal besser in der Hand. Bin sehr gespannt, wie sich mit dem zocken lässt. Also gut, dann schließen wir den guten Freund mal an. Also was braucht der alles? Die Welt braucht definitiv mehr Switches, Alter. Okay, Google, mein Gerät einrichten. Ich stimme zu, dass ihr meine Daten verwendet. Komm jetzt. Mein Gerät einrichten. Mann, ich möchte den Scheiß. Wir müssen jetzt einen Moment warten, bis das heruntergeladen und installiert werden kann, oder? Ja, super, bis der updated, kann ich auch ein bisschen Bass spielen, oder? Nee, ich glaube, ich kann keinen Bass spielen. Ist fertig. So, meine Damen und Herren, mittlerweile sind wir ein bisschen weitergekommen. Ich habe jetzt einfach mal alles auf den aktuellen Stand gebracht, noch den Controller geupdatet und so weiter. Der hat ein cooles Feature, dass der hier unten nochmal so Tasten eingebaut hat, die quasi, könnt ihr mich überhaupt sehen? So, also der Controller hat die coole Funktion, dass hier unten nochmal extra Tasten sind, die quasi das gleiche sind wie auch die Fernbedienung. Das heißt, du kannst alles mit dem Controller machen, was du mit der Fernbedienung machen würdest, plus zocken. Was cool ist, weil so kann man den Leuten auch einfach einen Controller hinlegen oder nur die Fernbedienung, wie man eben gerade möchte. Was die Performance von dem Teil bis jetzt angeht, wer hätte es gedacht, sie ist natürlich übertrieben gut. Also ich habe weder beim Laden von Apps noch sonst irgendwas und das alles auf 4K-Auflösung überhaupt keine Probleme festgestellt. Aber eine Shield nur als Android-TV zu nutzen, ist so ein bisschen eine Verschwendung. Ich habe ja schon vor dem Intro gesagt, es gibt noch ein anderes Problem, das ich lösen möchte, und zwar das Zocken auf dem Fernseher. Und zwar ist es mit der Software von Nvidia möglich, dass du quasi auf dem PC zockst und das Ganze an deinen Fernseher schickst. Allerdings jetzt nicht über ein HDMI-Kabel oder Wireless oder sonst irgendwas, sondern du schickst es an die Shield und die zeigt es dann wiederum an. Das ist die Idee. Kann es sein, dass man flüssiger zocken kann, wenn man das Signal nochmal extra an eine Shield schickt? Das werden wir heute herausfinden, wobei heute glaube ich nicht mehr. Ich gehe jetzt gleich nochmal ein bisschen weg. Wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, heute ist der nächste Tag. Ich habe dann gestern Abend meiner Freundin noch das Android-TV gezeigt. Ich muss schon ehrlich sagen, es macht wesentlich mehr Spaß, wenn es nicht so laggt wie bei meinem Fernseher zuvor. Ich habe gestern noch herausgefunden, dass es in der Nvidia Games App eine dementsprechende Einstellung gibt. Das ganze Game-Streaming-Ding ist noch wesentlich größer eigentlich als das, was ich euch jetzt zeige, aber wir bleiben erstmal lokal im selben Netzwerk. Da kann man nämlich einen Game-Stream-PC einfügen und hier sehen wir jetzt auch schon, dass der XMG-PC erkannt wurde. Warum? Weil dort auch Nvidia GeForce drauf läuft. Jetzt klicke ich hier drauf und jetzt muss ich mit diesem Code darüber und die beiden quasi verknüpfen. Ich glaube, es funktioniert. Boah, das Flackern geht aber gar nicht. Also irgendwas
Irgendwas funktioniert ja noch überhaupt nicht. Okay, ich habe es jetzt nochmal neu gestartet. Ich weiß wirklich nicht genau, woran das jetzt lag, dass es gerade geflackert hat. Meine Theorie ist, ich habe ja dort so ein total schräges Multimonitor-Setup mit verschiedensten Auflösungen. Vielleicht hat er da irgendwie ein Problem, weil was er nämlich macht ist, dass er tatsächlich anfängt, sich die Konfiguration vom PC zu schnappen, ihn so umzubiegen, dass es zum Fernseher passt. Also die Auflösung, alles wird am PC-Monitor geändert. Und der spielt jetzt quasi da drüben gerade das Spiel. Aber das, was er captured über die Grafikkarte, schickt er jetzt gerade über die LAN-Verbindung, die hier unten liegt, schickt er das aufs Shield und dann zeigt er das hier am Fernseher an. Okay, das ist tatsächlich ganz normales Witcher. Also das spielt sich wie sonst auch immer. Nur dass ich jetzt eben hier gerade auf dem großen Fernseher zocke, ist das geil. Also 4K, 60 FPS, nichts schlechte Internetverbindung, maximale Bitrate. Also irgendwas wahrscheinlich um die 100 Mbit schicken wir jetzt hier rüber. Ah ja, schau mal einer hier. 4K Auflösung, 4K, 60 FPS. Bin mal gespannt, ob das jetzt hier durchläuft. Was haben wir für eine Voreinstellung? Höchste? Boah, das ist ja noch so ein richtiger Benchmark jetzt für den PC. Okay, meine Damen und Herren, ich denke, so können wir arbeiten. Das ist jetzt tatsächlich Witcher auf 4K. Man sieht deutlichst den Unterschied. Und das mit maximaler Bitrate. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas delayed wäre. Also das steuert sich alles immer noch genauso. Ich möchte jetzt als allernächstes aber was anderes testen. Und zwar, wie gesagt, das Delay. Ich hoffe, dass ich es jetzt irgendwie aufgebaut bekomme, dass ich einen Laptop hier herstelle und wieder beide Bildschirme filme, das irgendwie auf beiden Bildschirmen angezeigt bekomme und dann sagen kann, wie viele Millisekunden das hängt. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem langen HDMI-Kabel. Ich baue das mal auf, teste ein bisschen rum und wir sehen uns dann gleich mit den Ergebnissen wieder. So, guten Morgen, Déjà-vu. Tja, so kommt das, wenn man mal ein Video ein bisschen mehr frei Schnauze macht und nicht einfach nur mit dem Stock im Arsch mit einem Skript vom PC sitzt und irgendwas runtertextet, sondern einfach frei ausprobiert. Dann macht man halt auch mal einen freien Abend und macht am nächsten Morgen weiter, so wie jetzt. Ich habe auf jeden Fall gestern Abend noch Latenztests gemacht und das mit einem erstaunlichen Ergebnis. Also das Prozedere war wie in meinem Capture-Karten-Video. Ich filme also sowohl Fernseher als auch Laptop-Monitor und gucke dann, wie viel Frames Delay das hat. Mein Referenzwert war der Laptop direkt am Fernseher mit einem kurzen HDMI-Kabel von ca. 1 Meter. Das Ergebnis dort waren 19 Millisekunden. Soweit, so gut. Also etwa doppelt so viel Delay wie zum Beispiel bei meinem 120 Hertz Gaming-Monitor, den ich hinter mir stehen habe. Danach habe ich ein langes HDMI-Kabel rausgeholt, ein 10 Meter HDMI-Kabel und habe genau denselben Test nochmal gemacht. Und das Ergebnis hat mich tatsächlich überrascht. 19 Millisekunden. Das zeigt, dass es bei HDMI-Kabeln offenbar nicht, wie in meinem letzten Video angenommen, auf die Länge ankommt, sondern vor allem auf die Qualität. Ich hatte da nämlich mit verschiedenen Kabeln einfach mal rumprobiert, um mal zu gucken, wie da eigentlich, ich meine, wenn man schon misst, kann man solche Dinge ausprobieren und hatte bei einem Kabel einen wesentlich schlechteren Wert bekommen. Das lag aber dann offenbar tatsächlich nicht an der Länge, sondern an der Qualität des Kabels. Gut zu wissen, auch wieder was dazu gelernt. Jetzt kommt aber das Krasse. Und zwar habe ich als drittes dann die GameStream-Funktion der Nvidia Shield ausprobiert. Das bedeutet, auf einem PC wird das Spiel vorberechnet, auf dessen Monitor angezeigt. Und das, was der Spieler dort sehen wird, wird einfach nochmal über das Netzwerk, über die LAN-Verbindung auf die Shield gestreamt. 0 Millisekunden, 1 Millisekunden Ping, das hatten wir gestern ja schon. Und dann von der Shield aus am Fernsehen angezeigt. Und dort hatte ich zunächst einen Delay von 40 Millisekunden und habe mich schon voll gewundert, so, hä? Das ist ja doppelt so viel wie bei einer direkten HDMI-Verbindung. Ist das so schlecht? Weil ich gestern Nacht noch im Bett die Idee, dass es eventuell gar nicht an der Shield, sondern an dem Fernseher liegen könnte. Weil ein Fernseher macht ja viel Nachbearbeitung, was weiß ich, Zwischenbildberechnung, Farbnachbearbeitung, was weiß ich. Und wenn der Fernseher jetzt die Shield nicht als Gaming-Konsole, sondern als Android-Konsole sehen würde, würde das für dieses extra Delay erklären. Und was soll ich sagen? Volltreffer. Ich habe es ausgeschaltet. Jetzt rate mal, was für einen Delay-Wert ich danach gemessen habe. Ganz genau, 19 Millisekunden. Fazit von der Geschichte, es ist vom Delay her tatsächlich scheißegal, ob du über die Shield gehst oder über ein HDMI-Kabel und ansonsten auch sowas wie Maus und Tastatur irgendwie direkt an deinen PC angeschlossen bekommst. Mein Fazit an dieser Stelle ist, es ist halt kein Plug and Play. Man braucht ein bisschen einen Einrichtungsaufwand, dann kann es aber durchaus funktionieren und wenn es läuft, dann läuft GameStream gut. Allerdings natürlich kein bisschen besser oder schlechter als eine direkte Verbindung. Sprich, wenn euer Fernseher sowieso neben eurem PC steht, dann braucht man dafür keine extra Gaming-Konsole. Wer allerdings ein großes Haus hat und der PC irgendwie zwei Stockwerke weiter steht, der braucht keine Angst haben, denn die Shield
bietet einem fast dasselbe Gaming-Ergebnis wie auf dem PC direkt. Und das ist doch eigentlich ein ziemlich schönes Ding, oder? Doch damit ist das Video noch nicht zu Ende. Eigentlich ist mein Problem ja jetzt soweit gelöst, aber einen der coolsten Features der Shield habe ich an dieser Stelle noch gar nicht vorgestellt. Und zwar ist es das Game-Streaming selbst. Klar, wir haben es gesehen, wie das lokal funktioniert, aber ich habe gerade eben schon davon gesprochen, dass es die Software ist, die sie woanders auch einsetzen. Und da werden wir jetzt ein bisschen philosophisch, weil das so ein bisschen auch in die Richtung der Zukunft der Konsolen geht. Es gibt ein schönes Zitat, ich habe das jetzt gerade nicht mehr wiedergefunden, aber ich glaube, das kommt irgendwo aus der Führungsebene von der PlayStation, dass die nächste Konsolengeneration eventuell die letzte Konsolengeneration ist und man sich danach keine Konsolen mehr für den Heimbedarf mehr kaufen wird. Warum? Weil das Internet mittlerweile so gut ist, dass man theoretisch Gaming genauso wie zum Beispiel Server-Clouds einfach zentralisieren kann. In der Praxis funktioniert das eigentlich so ähnlich wie Netflix, und zwar streamst du einfach die Gaming-Inhalte, und zwar on demand. Bedeutet in der Analogie, du kaufst ja keine DVDs und schiebst sie bei dir zu Hause in den Spieler rein, sondern du wählst einfach online aus, welches Spiel du spielen möchtest, und das Spiel wird gar nicht auf deiner eigenen Hardware, ob es jetzt Konsole oder PC sei, ausgeführt, sondern irgendwo auf einer Serverfarm. Der wesentliche Unterschied ist natürlich hier, dass das Delay sehr, sehr wichtig ist, und in dem Zusammenhang werden also deine Eingaben, Tastatur und Maus an den Server dort geschickt, dort wird das Bild berechnet und das Bild als Stream wieder zurückgeschickt. Man kann sich vorstellen, eigentlich ist es so ähnlich wie Multiplayer-Gaming. Ich meine, dort wird ja deine aktuelle Position und alles auch mit den anderen synchronisiert und so weiter. Mit dem Unterschied, dass bei einem normalen Multiplayer-Spiel wenigstens mal noch das Bild lokal berechnet wird, aber bei einem Game-Stream wird das eben auch ausgelagert. Man kann sich also quasi vorstellen, genauso wie das, was ich jetzt heute in diesem Video lokal vorgestellt habe, nur dass der PC halt nicht hier, sondern in Frankfurt steht. Ich habe das jetzt mal kurz eingerichtet. Das ganze Ding heißt GeForce Now und ihr seht schon, was alles möglich ist. Natürlich kann man Spiele spielen, die man selbst zum Beispiel auf Steam besitzt, was weiß ich, Crossout oder PixArt und so weiter. Dann gibt es Spiele, die grundsätzlich kostenlos zur Verfügung sind. Dann gibt es Spiele, die man extra kaufen kann. Und dann gibt es noch sowas wie eine Abo-Mitgliedschaft, also genau das Spotify-artige Spielen, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Ich kann mir jetzt einfach irgendein Spiel aussuchen. So, und was jetzt passiert ist, dass auf irgendeinem Server, wahrscheinlich in Frankfurt, gerade eben auf einem virtuellen Betriebssystem dieses Spiel so eingerichtet wird, dass es dann zu mir gestreamt werden kann. Ich habe zum Testen einfach mal ein Rennspiel genommen, keine Ahnung, was es jetzt hier Sonic, was auch immer ist, aber um mal zu gucken, wie die Steuerung sich verhält, ob es sich tatsächlich so anfühlt, als würde man lokal zocken. Und ich muss tatsächlich sagen, ich spüre aktuell keinen Unterschied. Also auch das Bild sieht so aus, als würde es ganz normal hier auf meinem PC berechnet werden. Ich merke nicht, dass es jetzt gerade von irgendeinem anderen Rechner aus irgendwo in einer anderen Stadt gesteuert wird. Klar ist, die Delay-Zahlen sind natürlich nicht so geil wie lokal, weil die 19 Millisekunden, die ich vorhin gemessen habe, da kommen jetzt irgendwie nochmal, weiß ich nicht, vielleicht 20 Sekunden obendrauf. 20 Sekunden, geil, 20 Millisekunden obendrauf. Und mit diesem kleinen Ausblick sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Shield bei mir weiterhin im Einsatz bleiben wird. Allein schon wegen dem Game-Streaming, was da alles gerade mitgeliefert wurde, hat mir ziemlich gut gefallen. Und das ist halt tatsächlich so. Du hast einfach ein einziges Gerät, haust Tastatur, Maus, so wie ich das jetzt gezeigt habe, einen Controller und eine Fernbedienung ran und hast quasi alles, was du am Fernseher benötigst, wenn du zocken möchtest, wenn du irgendwie Android-TV haben möchtest. Das ist schon so ein kleines Gerät, das einfach quasi alles beinhaltet, aber natürlich auch für einen stolzen Preis. Das heißt, man muss sich immer selbst überlegen, ob man diese Vorzüge tatsächlich braucht. Ihr habt sicherlich auch bemerkt, dass dieses Video in einem ganz anderen Stil war wie meine letzten Technikvideos. Normalerweise habe ich ja ein fettes Skript und überlege mir am Anfang komplett, was ich sagen möchte. Und das ist alles sehr steril und ich habe es alles ein bisschen Stock im Arsch beschrieben. Dieses Video war einfach auch mal so ein bisschen ein Test, wie das so ist, wenn ich einfach die Kamera anmache. Ihr habt heute in diesem Video gesehen, wie ich diese Technik für mich selbst erlebt habe, wie ich über die letzten 3 Tage damit rumgespielt habe, meine Problemchen hatte, aber am Schluss irgendwie auch alles gelöst habe und wie ich jetzt zufrieden hier sitze und endlich einen vernünftigen Fernseher habe, den ich auch tatsächlich jetzt einsetzen kann. Mir persönlich ist es am wichtigsten, in meinen Technikvideos die Begeisterung zu zeigen. Die Begeisterung, die ich für Technik habe und die man eigentlich für Technik auch einfach mitbringen kann. Denn aktuell passiert so viel in sämtlichen Bereichen, ob das jetzt Gaming ist, eine Konsole oder ob du dir selbst irgendwas zusammenkabelst und irgendwie DIY-mäßig was mit einem Arduino baust. Wir leben in einer Zeit, wo du so geile Sachen mit Technik machen kannst und deswegen hoffe ich, dass ich durch diese kleine Umstellung der Videoart das noch besser rüberbringen kann. Ganz zum Schluss möchte ich auch nochmal Danke sagen an Nvidia, dass ich die Shield hier zum Testen bekomme. Habe. Mittlerweile ist ja immer so ein bisschen unklar, was Werbung ist und was nicht. Deswegen habe ich es einfach als Produktplatzierung markiert. Aber ich möchte an dieser Stelle ganz offen sagen, ich habe keinerlei Geld oder sonstige Vergütung, Vorzüge, was auch immer bekommen. Einfach nur die Shield zum Testen, wie ich schon so oft in der Geschichte meines Kanals Hardware bekommen habe und dann ein Video darüber gemacht habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns schon nächste Woche mit dem nächsten Tech-Review-Vlog, wie auch immer man dieses Format jetzt nennen kann, wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.